Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von JTE Business. Heute mal nur mit mir, weil der gute Vito genießt gerade Weihnachten bei seinen Eltern. Muss ja auch mal sein. So, was habe ich mir denn als Thema rausgepickt? Ja, man kann es schon am Titel erkennen. Es geht mal wieder um das Vorwärtsirren der Menschheit und darauf, dass man unter gar keinen Umständen auf irgendwas reinfallen sollte, was irgendjemand sagt. Wird das jetzt hier so ein Verschwörungsvideo? Nein, weit gefehlt. Im Gegenteil. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte die Wahrheit verkünden. Nein, aber so in etwa in der Richtung. Und zwar möchte ich zum Nachdenken anregen, wie üblich in diesen Videos. Und deswegen können wir mal mit dem Thema Weihnachten anfangen. Passt ja so gerade zur Zeit. Beziehungsweise ist gerade vorbei, aber dann haben sie was fürs nächste Jahr oder für Ostern. Dadurch, dass wir den Leuten immer nur vor den Kopf gucken können. Nicht in den Kopf, sondern immer nur vor den Kopf. Ist es immer ein großes Rätselraten, was gerade zwischen den beiden Ohren im Gegenüber oder der Gegenüber gerade stattfindet. Ne? Wie feuern da die Synapsen? So, das heißt, wir können natürlich mit Mimik und Gestik und Trips und Tricks können wir da so ein bisschen steuern und teilweise ein bisschen was erkennen, aber so en Detail nicht. Und erst recht nicht irgendwelche Sehnsüchte, Wünsche oder Ängste. Das funktioniert vor und hinten nicht. So, das heißt also, nicht raten, reden. Nicht verschwurbeln, ja, so nach dem Motto, naja, was wäre denn wenn und rein hypothetisch, wie würde es denn sein, unter gegebenen Umständen, vielleicht aber auch nicht, ne, sowas auch nicht, sondern klipp und klar, habe ich auch schon mal in einem Video gesagt, sagen Sie einfach oder fragen Sie einfach, wie ist die Situation und machen Sie klar, dass Sie auch eine deutliche Antwort haben wollen. Zum Beispiel auf Weihnachten bezogen. Ich kenne das auch von meiner früheren Zeit, als ich so ein kleines Dippi war. Nicht? Passiert ja allen mal, dass wir größer und älter werden. Da wurde ich dann gefragt, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? So, ist ja schon mal schön, dass gefragt wird. Ja, also es wurde nicht einfach so angenommen. Och, ich habe da voll die Idee. Hier, ne? So, dann überlegt man sich, da geht's schon los, ne? Dann überlegt man sich so als Kind, was wünsche ich mir eigentlich zu Weihnachten? Also, ich wünsche mir, also gibt man gedanklich, ob ich das, 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 das und das. Was davon ist so sauteuer oder so ein merkwürdiger Wunsch, ja, dass man es gleich vergessen kann. Also zum Beispiel, ich wünsche mir einen Sportwagen. Nicht als Matchbox, sondern so einen richtigen zu haben. So mit, Entschuldigung, so einen richtigen, ja, so rum zum selber fahren. Ja, kannst du natürlich knicken, ja, wenn deine Eltern nicht Supermillionäre sind, ja, oder Multimillionäre oder Milliardäre, brauchst du gar nicht erst probieren, fällt weg. So, was wünsche ich mir denn noch? Ich wünsche mir, so als 14-Jähriger, ne, am besten, FSK 18 Ballerspiele. Da hängt es jetzt von den Eltern ab, wie locker die drauf sind. Bei meinen Eltern wusste ich ganz genau, das wird nichts. Ja, so auch abessen. Ich wünsche mir eine fette Grafikkarte. Kostete damals aber so um die 500 Mark. Ist vielleicht auch ein bisschen teuer, nicht? So als Weihnachtsgeschenk. Und außerdem implementiert das ja wieder, ich will am liebsten am Computer zocken. Schwierig. Was wäre es denn noch? Ah ja, eine größere Festplatte wäre schön, die kostet zum Beispiel nur 120 Mark. Okay, größere Festplatte, da kann man ja alles Mögliche machen, zum Beispiel auch sinnvolle Programme installieren, die nichts mit Spielen zu tun haben. Das, ja, das kann ich als Wunsch äußern. So, das heißt, man macht schon mal an sich gedanklich eine Vorauswahl, was wird die andere Person vermutlich von mir erwarten, beziehungsweise was wird sie als Wunsch ablehnen und was wird sie eventuell akzeptieren. So, das heißt, ich habe jetzt hier so meine Blase. Und da tue ich schon mal vorfiltern. Filter Nummer 1. Kann ich ja mal ranmachen. Wir haben ja hier einen Flipchart. Warum nicht? Also, ja, ich habe hier so meine Blase. Und da tue ich schon mal filtern. Dann kommt hier unten irgendwas raus. Stark vereinfacht. Man kann sich zum Beispiel auch eine Freundin wünschen oder einen Freund oder ein Haustier oder, ne? So. Oder eine Million im Lotto, ne? Kommt ja vieles hin. So, aber nur wenig davon ist realisierbar.
So, das heißt, hier kommt schon mal unten etwas ziemlich Konkretes raus. Weil hier oben die Träume, das ist ja auch so wabernd, nicht? Ach, naja, ich wünsche mir, ich würde 120 Jahre alt werden, so als Beispiel. Nee, das kann ja, wie sollen das deine Eltern dir erfüllen? Ja, geht ja nicht. So, das heißt, hier kommt schon mal was Stabiles bei raus, deswegen habe ich es eckig gemalt. So, jetzt tun die Eltern das quasi hören. Das soll ein Ohr darstellen. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen, wahrscheinlich nicht. Und tun das ebenfalls nochmal filtern. Und dann kommt unten für das Ohr, ja, was deutlich Kleineres raus, aber was Solides. Sprich, auch wieder nur ein Bruchteil von dem. Also sprich, wenn man hier oben 20 Wünsche hat, man kippt es durch den Filter, es kommen 5 Wünsche raus. Ja, du kannst mal anmalen hier so. Es kommen 5 Wünsche raus, bleiben hier unten bestenfalls 3 hängen. So. Für uns ist das ein Fragezeichen. Wir haben keine Ahnung, was da rauskommt. Und dann fangen sie an zu gucken, die Eltern. Was passt ins Budget? Was könnte ich mir selber gut vorstellen? Was kriege ich vor allen Dingen ran? Und so weiter und so fort. Und dann kommt, ja, durch einen weiteren Filter, okay, sieht aus wie ein Hammer, ja, wenn man so seitlich zeichnet, ist halt immer scheiße bei mir, kommt da halt ein oder zwei Sachen bei raus. Und das ist dann die Überraschung. Mit etwas Glück ist das sogar eins der Sachen, die hier oben mal drin waren. Mit Glück. Das ist nämlich ganz oft so, das ist nämlich das, was bei meiner Familie passiert ist. Man hat Träume, man erzählt, wo man davon ausgeht, naja, was wäre denn umsetzbar? Ja, schon mal Assumption, an Vermutungen wahrnehmen, also Vermutungen anstellen. Und dann hofft man, dass am Ende das Richtige rauskommt. So, nun haben sie bei mir größtenteils gesagt, Computer, du hockst viel zu viel vom Bildschirm. Du solltest doch viel mehr für die Schule tun. Für die Schule tut man nichts vom Bildschirm. Weil sie sind ja gewohnt gewesen, damals in ihrer Jugend, ja, Schule, das ist Frontalunterricht oder ein Buch, nicht ein Bildschirm. Generation X halt, ne? Oder Babyboomer, je nachdem. Inzwischen hat sich das zum Glück gelegt, aber damals halt bei mir noch nicht. Das heißt, alles das, was Elektronik ist, sprich, was meine Hobbys waren, was ich mir gut vorstellen konnte, flog weg. So, dann nächstes Ding. Musik hat mich schon immer so ein bisschen, ja, das heißt ein bisschen. Musik ist ein Hobby von mir. Ich singe sehr gerne, ja, ich spiele auch ein bisschen, ein paar Instrumente. Nicht wirklich sehr gut, aber ein bisschen immerhin, ne? So, das Problem an der Stelle war nur, na, wieder Vorentscheidungen. Wenn ich mir jetzt ein Musikinstrument wünsche, gehen meine Eltern automatisch davon aus, dass du das professionell machen willst. Denn man macht ja nichts einfach nur so just for fun. Ja, man probiert ja nicht einfach nur was aus, sondern wenn man was macht, dann macht man es auch richtig. Also sprich, wenn ich mir zum Beispiel ein Keyboard gewünscht hätte, dann hätten sie erwartet, dass ich nicht nur Unterricht dafür nehme, also Klavierunterricht, sondern dass ich auch innerhalb von ein paar Jahren hier wie Mozart spielen kann. Bei einer Gitarre das gleiche in grün. Ja, wenn da nicht mindestens nach 5 Jahren ein Jimi Hendrix bei rauskommt, ne? So, das heißt, man hat schon mal die Vorauswahl gemacht, von wegen, möchte ich diesen Druck haben oder nicht? So, und an sich schon durch diese Vorauswahl, möchte ich diesen Druck haben oder nicht, setzt man sich ja schon mal selber unter Druck. So, das heißt, Filter hier, Filter da, Filter dort und am Ende kommt irgendwas raus, wo du sagst, okay, das war so eines der unwichtigsten Dinge überhaupt, beziehungsweise, wenn die Eltern, ja, in meinem Fall relativ oft, nicht immer, ja, muss ich den Schutz nehmen, aber relativ oft, das quasi gehört haben und festgestellt haben, nee. Kommt ja gar nicht in Frage. Das sind ja nur Wünsche, ja, die spiegeln ja nicht im geringsten das wider, was ich mir vorstelle, was gut für dich ist, Kind.
dann kommt da irgendwas dabei raus. Ein Geschenk, zwei Geschenke, fünf Geschenke. Wo sich derjenige, der sich ursprünglich gewünscht hat, sagt, was ist das denn? Was ist das denn? Was soll denn das? Du fragst mich nach einem Wunsch, ich sag dir was und du schenkst mir was völlig anderes. So, jetzt sind wir aber so erzogen worden, dass wir Masken in unserer Welt aufsetzen. Also sprich in unserer Umgebung. So, Masken, was sind denn Masken? So eine Dinger hier, so hier Atemschutzmasken und so? Nein. Ja, also ja, das jetzt momentan auch, aber das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine, unsere Persönlichkeit verstellen. Ja, die Leute gucken einem in der Regel ins Gesicht und nicht irgendwie aufs Knie oder auf die Schulter. Ja. Einige gucken auch ein bisschen unters Gesicht, das ist schon richtig, das gibt's auch, aber die meisten gucken einem halt ins Gesicht. So, und an der Stelle versuchen wir halt immer irgendwas zu faken. Ja. Es gibt ja dieses schöne Lied, wie heißt es? The world looks better on a 5-inch screen? Everything looks better on a 5-inch screen. Ja, damit ist gemeint ein Smartphone, ja, 5-Zoll Display halt, und da sieht alles besser aus, weil wir unser Leben faken. Weil wir quasi nicht zugeben wollen, dass wir Probleme haben. Jeder hat Probleme. Aber wenn ich zugebe offiziell, ja, ich habe Probleme, dann bin ich ja schwach. Dann bin ich ja quasi nicht gut für die Erde, weil ich ja kein solider Fels in der Brandung bin, sondern ich bin so, ja, labil. Und wer will schon labil sein? Der will schon offen zugeben, dass er Probleme hat. Also hatten wir in unserer Leistungsgesellschaft uns angewöhnt, das wurde uns auch antrainiert von den Eltern und der Gesellschaft an sich ziemlich früh, dass wir uns verstellen. So, wenn wir uns verstellen, setzen wir eine Maske auf. Die häufigste Maske, die benutzt wird, ist das Lächeln. Frei nach dem Motto, mir geht's gut, ich freue mich. Ja, und wenn sich dieses, wenn man sich zum Beispiel mit dieser Person unterhält und dieses Lächeln verändert sich innerhalb von mehreren Minuten kein bisschen, dann weiß man, das ist voll eine Maske, das ist voll gestellt. Diese Person lächelt nicht, weil ihr wirklich so danach ist. Ja, auch da helfen wieder Mikroexplosionen, aber das ist wieder ein anderes Thema, das hatten wir schon mal erzählt. So, dann kommt Folgendes raus. Wir kriegen plötzlich ein Geschenk und stellen fest, es war nichts von dem, was wir uns gewünscht haben. Enttäuschung Nummer 1. Und womöglich ist es auch noch was, was uns so Piekser in den Rücken macht, so nach dem Motto, gucke mal, ich weiß doch, das und das ist deine große Schwäche. Und hier musst du dran arbeiten und dafür ist dieses Ding gut. Bei mir waren es zum Beispiel irgendwelche Sachbücher über Sprachen oder weiß der Kuckuck was. Oder ein neuer Schreibblock oder ein neuer Füllfederhalter oder irgendwie so ein Quatsch. Also irgendwas für die Schule. Ja, das muss ich an der Stelle sagen, also ich war jetzt keine Einzelschülerin. Nee, ich war in der Grundschule ziemlich gut. Bin dann aufs Gymnasium gewechselt, habe eine Empfehlung für die Realschule bekommen, habe dann aber auf Anraten und Druck meines Vaters quasi das Gymnasium gewählt, weil er das gerne wollte. Weil die haben ja alle studiert in unserer Familie, ja, mehrere sogar mit Doktortitel, ja, da kann es ja nicht angehen, dass das eigene Kind auf die Realschule geht. Pfui Teufel. So, also Gymnasium. Passierte natürlich was? Genau. Abwärts. So die Noten. So, und dann ganz klar, muss ja am Schüler liegen. Muss ja am Kind liegen. Lehrer sind ja nie falsch, ne? Sondern muss am Schüler liegen. Zu dem Thema kommen wir gleich. Und so sind die Noten halt abgesackt. Nicht in allen Fächern, ist klar. Nebenfächer waren so 2 bis 3, also völlig in Ordnung. Aber Hauptfächer waren eine Katastrophe. Ja? Mathe eine 4, Englisch eine 4, Französisch eine 5, irgendwas. Ja? Das lag aber wirklich an der Lehrerin. Die war, aber kannst ja nicht sagen. Ne? Traut man sich ja nicht. Und was waren wir noch? Deutsch war eine 3. Ist jetzt nicht gut, aber immerhin. So. Also, mein Vater, ja, Diplom-Ingenieur, der liebt Mathe, er hat Informatik auch studiert. Also, wenn ich in Mathe, ja, in der Klassenarbeit eine 4 geschrieben habe, muss das ja logischerweise an mir liegen. Kann ja an nichts anderem liegen und ich bin zu doof und deswegen, ne, wurde halt geguckt, Mensch, wie können wir denn unserem Kind helfen? Am besten mit einem Sachbuch über Mathematik. So. War das in irgendwas der Träume drin? Nein. Haben wir das explizit als Wunsch geäußert? Natürlich nicht. So, jetzt bekommen wir das und was machen wir? Wir sagen einfach, was ist das für ein Scheiß? Willst du mir irgendwas damit sagen hier? Ja, sprichst mir doch direkt ins Gesicht, statt so einen Dreck zu machen. Das trauen wir uns als Erwachsene. Wenn wir auf eigenen Füßen stehen, wenn wir sagen, pass auf hier,
wir sehen uns bei deiner Beerdigung, so nach dem Motto. Ja, das also ein bisschen hart ausgedrückt, ja, aber überspitzen muss ich ja, damit ihr versteht, was ich meine. So, an der Stelle, das können wir als Kind nicht machen. Wir sind ja darauf angewiesen, ja, dass wir dort im Elternhaus noch wohnen dürfen, noch was zu essen kriegen, noch Klamotten kriegen, uns nicht zu Tode frieren müssen und diverse andere Dinge noch bekommen müssen, damit wir ein halbwegs vernünftiges Leben haben. Also tun wir als Gegenleistung nicht nur im Haushalt helfen oder im Garten oder weiß der Kuckuck was, sondern eben auch so wenig Probleme wie möglich verursachen. Wir wollen ja kein Problemkind sein. Also setzen wir eine Maske auf und sagen, toll, danke. Da wir aber ein Kind sind und das noch nicht so gut können, durchschauen das die Eltern relativ schnell und stellen fest, das war gelogen. Jetzt sind die Eltern in der Zwickmühle. Was machen sie? Weisen sie jetzt das Kind darauf hin, pass auf, mein Kind, ich weiß, das war gelogen. Was ist los? Oder sagen sie, naja, das mache ich ja halt auch so, belassen was dabei. Das Schlimmste, was Sie an der Stelle machen können, ist das Thema Totschweigen und übergeben. Reden Sie mit den Leuten. Das ist jetzt nicht nur auf Weihnachten und Geschenke bezogen, grundsätzlich. Ja, reden Sie, wenn irgendwas unklar ist. If you are in doubt, ask. Gab es nicht nur als Spruch an der Wand von einem James Bond Bösewicht, ich habe es gerade vergessen, was es war, könnte Goldfinger gewesen sein, bin mir gar nicht sicher. Stand nicht nur da an der Wand, sondern ist die goldene Regel überhaupt. Das lernt man theoretisch sogar in der Schule. Ja, wenn du eine Frage hast, wenn du was nicht verstanden hast, frage nach. Trauen sich aber auch nur wenige Schüler, weil sie da dann eventuell vor der Klasse als Depp dastehen, so nach dem Motto, ich hab's nicht kapiert, ich bin zu doof und alle anderen, ha, du bist ja doof, du hast es nicht verstanden. Deswegen, richtige Idee, blödes Zeitalter des Kindes. Also Zeitabschnitt des Kindes. Ja. Pubertät, man sucht halt nach Halt, Körper verändert sich. Quasi alles, das, was das Kind bis jetzt gewohnt war, verändert sich. Der Körper verändert sich, die Hormone verändert sich, die Wahrnehmung der Welt verändert sich, die Agilität verändert sich. Ja. Dadurch, dass der Körper wächst, ist man plötzlich nicht mehr so sicher. Ja, beim Greifen kann ich doch blind greifen. Wisst ihr auch sofort die Klong, oh, Arm ist gewachsen, jetzt bin ich gegengerannt. Ja, oder hab daneben gegriffen. Es verändert sich alles, man ist verunsichert. Und da soll man dann aber an der Stelle sagen, nein, ich bin mir absolut sicher und ich traue mich und so weiter und so fort. Das können einige, Hut ab, wer es kann, ja, die meisten können es nicht und trauen sich nicht. Und deswegen haben sie Probleme und deswegen gibt es auch sowas wie Nachhilfe, weil sich dann in einer kleinen Gruppe, besten auch mit fremden Leuten, ja, die man außer der in der Nachhilfe sowieso nirgends hin sieht, da traut man sich das dann plötzlich, weil dann die anderen Leute egal sind. Aber in der Klasse, ist so knifflig. So, das heißt, immer reden, immer fragen und immer ehrlich sein. Versuchen Sie nicht, irgendwas durch die Blume zu reden. Versuchen Sie auch nicht, irgendwas zu erahnen. Quasi, ich vervollständige den Satz, den du gerade sagen willst, weil ich kenne dich ja so gut. Je besser man sich kennt, desto öfter klappt das. Aber es klappt halt nicht immer. Und wenn Sie es zwei, dreimal machen und zwei, dreimal falsch lagen, hat die andere Person keinen Bock mehr weiterzureden, weil sie ja ständig ins Wort fallen. Deswegen lassen Sie das sein. So, das heißt also, wir müssen immer fragen, wir müssen immer hinterfragen, wir müssen immer die andere Person dazu ermutigen, dass sie offen und ehrlich zu uns ist. Und wir dürfen ihr in keinster Weise irgendwie das Gefühl geben, dass Nachfragen, Hinterfragen, Logiken versuchen zu verstehen, falsch sei. Da kommen wir jetzt zum Thema Schule. Und zwar, das ist ein weites Thema, so ein richtiges Hassthema bei mir. Ich sage jetzt nicht, Schule ist scheiße. Nee. Schule ist wichtig. Aber nicht aus den Gründen, die uns gesagt werden. Sondern aus anderen Gründen. Meiner Meinung nach. Ja, kann ja sein, dass ich mich jetzt gerade voll irre und alle anderen sagen, um Gottes Willen, was hast du denn für ein Weltbild? Möglich. Ja? Meiner Meinung nach, Schule ist wichtig in der Grundschule, weil man da den Grundstein für alles Mögliche legt. Lesen, Schreiben, Rechnen, Biologie, zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Alles auf der Sekundarstufe 1 ist ein Aufbauen darauf. Aber ein Aufbauen auf einem erahnten Fundament ohne das wirkliche Fördern von Interessen. Also, die meisten Schüler, ja, das behaupte ich jetzt einfach mal so, schmeiße ich in den Raum, die meisten, nicht alle, die meisten, wissen relativ früh, ich sage es mal so, ab der 8., allerspätestens ab der 9. Klasse, wohin sie beruflich wollen.
Nicht, ich will exakt diesen Job mit dieser Bezeichnung, das nicht. Aber die Richtung wissen wir. Ja? Also quasi, wir haben hier ein großes Fundament mit dem ganzen Zeug und dann fasert sich das auf. So, das ist zum Beispiel 1 ist MINT. So, dann haben wir irgendwas noch, irgendwas anderes, ja. So, und da fasert sich das dann auf. Wie so ein Baum halt, ne? Und so weiter und so fort. Natürlich weiß ein neunjähriges Kind, ein Kind in der 9. Klasse nicht exakt, in welchen Zweig es letztendlich enden will und vor allem auch glücklich sein wird. Völlig Quatsch. Aber die Hauptdinger sind schon mal da. Bei wem das noch nicht klar ist, ist doof. Da helfen dann aber auch diese Berufsbildungsbesuche nicht, weil da wird einem nur empfohlen, etwas zu machen, was das Berufsfeld gerade braucht, also die Wirtschaft, und nicht, was du gerne haben willst. Ja, also quasi, die fragen mich nach deinen Interessen, dann stellen sie fest, das passt nicht zu dem, was wir gerade brauchen. Wir brauchen gerade, weiß ich, Maschinenbauer, ja, und du interessierst dich für Softwareprogrammierung. Softwareprogrammierung ist ganz schlecht, da verdient man so gut wie nichts. Man hat hier so eine 90-Stunden-Woche und ganz furchtbar, Burnout ganz, ganz schnell. Aber ja, als Maschinenbauer, voll der Job mit Zukunft, und ich gebe dir hier mal Informationsmaterial. So funktioniert das nämlich, zumindest damals, als wir sowas besucht haben. Ich habe es zweimal mitgemacht. Es war jedes Mal zum Kotzen und hat nicht mal ansatzweise mir Informationen über das gegeben, was ich später mal gebrauchen kann. Deswegen vergessen Sie sowas. So, aber, ja, 9. Klasse. Wird denn auf einer dieser Hauptzweige eingegangen? Nö. Wird nicht. Man hat gnadenlos alle Fächer nach wie vor. Ab der Sekundarstufe 2, da kann man Fächer rausschmeißen. Da kann man so ein bisschen in die Richtung gehen, aber auch nicht wirklich gut. So, bis dahin, bam, das volle Programm. Weil davon ausgegangen wird, das Kind ist ja so doof, das weiß ja noch gar nicht, was es später machen will. Doch, ziemlich oft ist das der Fall. So, was hat denn das zur Folge? Das hat zur Folge, wir haben so im Schnitt, sagen wir mal, 14 Fächer. Davon braucht die Person später im Berufsleben, sagen wir mal, 3 bis 4. Mehr sind es nicht. Wenn jetzt einer sagt, naja klar, pass auf, ich habe hier den Job, ja, genau den Job. Das ist schon ein ziemlich spezifischer Job. Da brauchst du mindestens 8 Fächer. Dann sage mir von diesen 8 Fächern, wo man en Detail von Sekundarstufe 1 und 2 wirklich von allen 8 Fächern das Wissen braucht. Wo es nicht nur 3 bis 4 Fächer sind, wo man Sekundarstufe 1 und 2 braucht und vielleicht auch Abitur und so weiter und so fort plus Studium und die anderen Fächer da nicht das Grundbasiswissen braucht, einfach nur braucht, was man eigentlich auch in der Grundschule kriegt. Beziehungsweise dann halt automatisch durchs Leben. Sage mir das. Ich habe lange überlegt, ich habe viel rumgefriemelt in meinem Kopf, habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, aufschreiben ist immer wichtig, um Fokus zu halten. Deswegen, tippen ist gut, bei Handschreiben ist besser, weil wir da schon automatisch mehr filtern. Ja, ist nicht nötig. So, bei Vorlesungen einfach nur zuhören, ist okay. Bleibt aber nicht sehr viel hängen. Mitschreiben, also tippen, ist okay. Ist besser als nur zuhören. Aber dadurch, dass wir schneller tippen können als mit der Hand schreiben, tippen wir oft fast wortwörtlich alles mit, was wir hören. Das ist zwar schön, wenn man es sich dann nochmal Revue passieren lassen will, aber nicht unbedingt zum Verständnis beitragen. Wenn man jetzt per Hand schreibt, scheißegal, ob es ein Kugelschreiber, ein Füllfederhalter, ein Bleistift, ein Fineliner, ein Edding, whatever ist. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache per Hand. Dann muss man, dann ist man gezwungen, schon das, was man hört, zu filtern. Weil man so schnell gar nicht hinterherkommt. Das heißt, man kann Steno, dann herzlichen Glückwunsch. Aber die meisten Schüler können das nicht. So, das heißt, man muss schon mal filtern. Und wenn man filtert, versucht man ja die Thematik zu verstehen.
wenn man die Thematik verstanden hat, dann braucht man eigentlich kaum noch Notizen. Weil wenn man die Logik dahinter verstanden hat, von einer Sache, die gerade erklärt wird, dann brennt sich diese Logik ins Gehirn. Da braucht man vielleicht noch so ein paar Stichpunkte, so nach dem Motto, Vorsicht, hier war so eine Ausnahme, ja, und da läuft man gerne mal in eine Falle, deswegen in die Richtung, sowas mehr aber auch nicht. So, und jetzt kommen wir zum Thema. Achso, nee, Moment, ich springe schon wieder gedanklich hin und her, machen wir jetzt mal hier weiter. So, von daher, also mitschreiben per Hand, eigentlich am besten, weil man sich selber gleich zwingt, es besser zu verstehen. So, wenn man jetzt in der Sekundarstufe 2 verschiedenste Fächer rausschmeißt, dann heißt das noch lange nicht, dass man auf einen dieser drei Stämme ist. Dann heißt das immer noch, man hat irgendwie so Altlasten mit dabei. Die man nicht haben will. Also als Beispiel, ja, zweite Fremdsprache. Man muss auf dem Gymnasium, warum auch immer, ich habe keine Ahnung wieso, eine zweite Fremdsprache wählen. Und man kann auch nur eine Fremdsprache nehmen, die angeboten wird. Wenn dir das Fremdsprachenangebot nicht passt, dann musst du die Schule wechseln. Bei uns war es damals Französisch oder Russisch. Frei nach dem Motto, Besatzungsmächte first. Ja. Wir wurden ja durch vier Mächte besetzt. Die Briten, die USA, die Russen und die Franzosen. Geschichtswissen, sollte klar sein. So, die Briten und die USA, die sprechen natürlich, wer hätte es gedacht, Englisch. Also die USA hat das, was sie als Englisch interpretiert, aber ist größtenteils Englisch. So, dann haben wir noch Französisch durch die Franzosen und wir haben Russisch durch die Sowjetunion, also die Russen, bla bla bla. So, das heißt, Englisch, erste Fremdsprache, Weltsprache sowieso, ja, logisch, ergibt Sinn, brauchen wir, kommen wir nicht drum rum. Zweite Fremdsprache, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte in der Welt rumreisen, ich möchte viel mit Leuten reden, ich möchte Handel treiben. Welche Sprache sind da sinnvoll? Russisch? Französisch? Oder vielleicht doch eher Spanisch? Oder gar Chinesisch? Was wird mehr auf der Welt gesprochen? Spanisch wird öfter gesprochen als Französisch und als Russisch sowieso. Frankreich hatte viele Kolonien, gar keine Frage. Aber nicht unbedingt in den Ländern, wo heute sehr viel Handel betrieben wird. Mal abgesehen von Blutdiamanten und Waffen. Ja, das schieben wir mal außen vor, aber ansonsten, so mit insbesondere riesig großen Flugzeugen, ja, oder riesigen tollen Maschinen, oder. Nee, das ist was anderes. Das sind andere Sprachen. Werden sie angeboten? Nö. Nicht auf staatlichen Schulen. Private Schulen, das mag was anderes sein, aber die kosten ja ordentlich Knete. Wenn die Eltern sich das nicht leisten können oder nicht einsehen, dass das sinnvoll ist, Pech gehabt. Das heißt, man hat Altlasten, die man mitschleppt. Und das Gleiche ist zum Beispiel, kann ich jetzt sagen, mit Mathematik. Ich arbeite in der IT. Seit vielen Jahren. Wenn irgendjemand ein Computerproblem hat, löse ich das. Mal mit mehr Recherche, mal mit weniger Recherche, mal weiß ich sofort. Mal brauche ich sehr viel Hilfe, aber in der Regel kriege ich es hin. Ich war in Mathe schlecht. Ich brauche keine binomischen Formeln. Ich brauche keinen Satz des Pythagoras. Ich brauche keinen Sinus, Tangens, Cosinus und wie sie nicht alle heißen. Was ich ein bisschen brauche, ist Prozentrechnung. Und den Rest, den ich in der Grundschule gelernt habe. Mehr brauche ich nicht. Das weiß man als Kind nicht wirklich definitiv. Aber die Eltern und vor allem die Lehrer sollten es wissen. Sagen die es einem? Nee. Die sagen einem, Mensch ist wichtig, jedes Fach ist wichtig, musst du lernen. In dem Fach bist du schlecht, musst du dich in dem Fach mehr anstrengen. Konzentrier dich auf die Fächer, auf die du schlecht bist. Damit du so ein richtig schönes Durchschnittsniveau erhältst. Ja, damit du so bist. Jeder andere Handel auch. Nicht so. Nicht die Spitzen. Gottes Willen. Du musst Durchschnitt sein. Guck mal hier, da bist du ganz schlecht. Musst du was machen. Wie sieht denn das aus auf dem Zeugnis? Eine 5.
In Geografie? Mensch, bist du blöd. Hat jetzt keine 5 in Geografie, erst nur so ein Beispiel. Wenn ich Software schreiben möchte oder Computer reparieren möchte, ist mir das völlig wurscht, wie die Hauptstadt von irgendeinem Land heißt. Das interessiert mich ein Scheiß. Das brauche ich in meinem Job kein einziges Mal. Und wenn ich es mal falsch sage, dann, oh, pff, naja, man irrt sich halt. Dann ist das halt so. Ich muss nicht alle Bundesländer perfekt auf der Karte aufzeichnen können. Ich muss nicht genau wissen, wie viele Länder es in Afrika gibt und so weiter. Das muss ich auch als Chirurg nicht. Und als Anwalt auch nicht. Das muss ich nur in sehr wenigen Gebieten. Und glaubt mir, wenn Sie Interessensspitzen rausbilden, wo das Kind richtig gut ist, wo es nämlich privat Zeit für investiert, das nennt sich Hobby. Das wird dann auch einer der Bereiche sein, wo dieses Kind dann Fuß fassen wird in der Berufswelt. Fördern Sie diese Spitzen. Hier unten müssen Sie nur dann aktiv werden, wenn das die Versetzung in die nächste Klasse gefährdet. Ansonsten ignorieren Sie den Scheiß. Sie wollen nicht Durchschnitt werden. Sie wollen nicht, dass Ihr Kind Durchschnitt ist. Sie wollen, dass Ihr Kind ein möglichst besseres Leben hat als Sie selber. Sie wollen, dass Ihr Kind richtig erfolgreich ist. Das sollten übrigens auch Lehrer wollen. Ne? Nur so am Rande. Da ist es völlig quatschig, hier an den unteren Punkten rumzufrickeln. Um zu versuchen, irgendwas den Kindern in die Köpfe zu prügeln, was es sowieso außerhalb des Tests nie wieder brauchen, beziehungsweise sich nicht verinnerlichen wollen, weil das interessiert sie nicht. Damit ist dann ein bisschen dann automatisch sowieso weg. Das heißt, man lernt nur für einen Test. Ja, super. Ja, hier, das sind die wichtigen Dinge. Fördern Sie das. Und wie kriegen Sie diese wichtigen Dinge raus? Denn nicht, wenn Sie aufs Blatt Papier gucken. Oh, gucke mal, gute Note. Eine niedrige Zahl. Das wird sein. Nee. Indem Sie sich mit der Person unterhalten und mal fragen. Ich war schon sehr früh ziemlich gut darin, Computer zusammenzubauen, Karten zu benennen, Schnittstellen zusammenzubauen, mit IHQs rumzufummeln. Config sys, autoexec bat, ach, habe ich mich da Stunden damit beschäftigt. Habe ich das irgendwo in der Schule gehabt? Nee. Wir hatten EDV, so theoretisch auf dem Stundenplan. Die Lehrerin hatte von EDV wenig Ahnung und der Lehrplan sah sowieso nur so aus, dass wir sehr viel Geschichte über Computer uns angeguckt haben und für einen Test gelernt haben, ja, wer war Konrad Zuse, wer hat den ersten Rechner gebaut, von wann bis wann hat er wo gelebt und wie hieß die Scheißkiste. Ja, na, das ist ja Wissen, mit dem kann man ja viel anfangen. Das braucht man später ständig, ne? Nein, braucht man nicht. Man muss wissen, wie man mit dem Computer umgeht, man muss die Programme bedienen können und vor allen Dingen, wenn was schief läuft, wenn plötzlich ein Bluescreen kommt, muss man grob eine Ahnung haben, was zu tun ist. Das braucht man. Die Geschichte darunter, das ist ein Gimmick. Ein nice to have, aber man muss es nicht wissen. Und das Letzte, was man machen sollte, ist den Unterricht nur auf so einem Scheiß aufbauen. Dann kann man es auch gleich weglassen. So, was uns gleich wieder zum nächsten Thema führt. Ist der Unterrichtsstoff denn sinnvoll aufgebaut? Nein, ist er nicht. Mal von der Tatsache abgesehen, dass die Schulbücher, mit denen gelehrt wird, teilweise so uralt sind, dass das Wissen schon richtig obsolet ist. Ja, ich sage nur bestes Beispiel. Physikbuch, ja, in der 5. Klasse. Physik hatten wir gerade erst angefangen. Ja, wie viele Aggregatzustände gibt es? Im Buch steht drin 3, Entschuldigung. Buch steht drin 3, es sind aber 4. Es war jetzt nicht so alt, ja, dass da drin steht, das kleinste Teilchen im Universum, was es gibt, ist das Atom. Ja, so war es nicht. Aber von Quarks mit Up- und Downspins war da auch keine Rede. Weil entweder gesagt wurde, das ist uninteressant, das müssen die Leute nicht wissen. Nö, natürlich nicht. Die können ja auch mit falschem Wissen durch die Gegend rennen, um zu wissen, oh, das kleinste Teil ist das Elektron. Nein, ist falsch. Ist falsch. Die Elementarteilchen sind die kleinsten Teilchen. Es ist so. Also entweder man sagt es richtig, oder wenn es nicht drin steht, dann hatten sie es damals noch nicht gewusst. Aber sowas mit, wir wussten es, wir haben es bloß nicht reingeschrieben, weil wir der Meinung waren, nee, das ist nichts für euch. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Weil man damit bewusst falsches Wissen reinprügelt. Aber wir kriegen ja ständig von unseren Eltern und allen drum und dran gesagt, Mensch, Kind, ja, hör auf die Erwachsenen. Die haben immer recht.
Außer die Erwachsenen, wo wir sagen, die haben Unrecht. Das ändert sich tagtäglich. Ja, also hör immer auf die Erwachsenen. Die Erwachsenen wollen dir nichts Böses. Ja, sei immer brav und artig und tu, was die Erwachsenen wollen. Es sei denn, es hält plötzlich ein Fremder neben dir an im Auto und bittet dich einzusteigen. Dann nicht. Und wenn dir jemand Süßigkeiten anbietet, natürlich auch nicht. Und wenn dich jemand auf irgendwelche Partys einlädt, dann auch nicht. Und wenn irgendwie jemand böse erscheint oder dich mit einer Waffe bedroht, sowieso nicht. Und im Grunde genommen ist die ganze Regel für den Arsch. Hör immer auf die Erwachsenen. Die ganze Regel ist völlig obsolet, wenn es mehr Ausnahmen gibt als Dinge, die die Regel bestätigen. So, jetzt macht das mal einem Kind klar. Geht nicht. Verzweifeln Generationen dran. Ist mir schon klar. Deswegen mit dem Kind reden. Und nicht sinnlose Regeln reinprügeln. Und schon gar nicht sagen, das, was in der Schule gelehrt wird, das ist alles wichtig und das brauchst du später im Leben. Nein, braucht man nicht. Man braucht einen Teil davon. Und welchen Teil man braucht, das kann das Kind selber rauskriegen. Das heißt nicht, Schule ist blöd, braucht keiner. Nee, ist falsch, aber man muss vorher an die einzelnen Interessen rangehen. Man muss die Spitzen fördern und nicht versuchen, ein durchschnittliches Fundament zu zimmern. Das ist das, was mich so tierisch ankotzt an diesem Schulsystem. Dass es immer nur darauf aus ist, Leute in den Durchschnitt zu halten und am besten dann zum Schluss, wenn sie mit der Schule fertig sind, sie in die Berufsschule zu zwängen, ja, die die Wirtschaft gerade braucht. Man muss nicht auf die Interessen der Leute eingehen. Ach, wo kommen wir denn da hin? Nein, pfui Deibel. Ja, die Leute müssen den Beruf ausüben, der gerade gebraucht wird. Und wenn es gerade Paketbote ist, dann ist das halt so. Das ist doch kein Leben. Das ist doch totale Scheiße. Deswegen reden Sie mit den Leuten, fragen Sie, was interessiert Sie, was sind die Spitzen, wie kann ich die Spitzen fördern und wenn diese Spitzen nicht gefördert werden auf dieser Schule, dann wechseln Sie die Schule. Zu einer Schule, wo das angeboten wird. Und wenn es da keine Schule gibt, wo es angeboten wird, ja, dann müssen Sie sich mal auf den Hintern setzen und selber mit dem Kind die Stärken fördern. Und wenn die nun mal im kreativen Bereich sind, dann ist das so. Man kann auch mit Kunst viel Geld verdienen. Fragen Sie mal Musiker. Das geht sehr gut. Auch in Corona-Zeiten. Die Leute, die live auf der Bühne irgendwie rumhampeln, ja, die haben ein Problem. Die Leute, die Bühnenlicht aufbauen und Soundchecks machen, die haben ein Problem. Aber so Musiker, die ganze Alben schreiben, die kreativ sind, die haben nicht wirklich ein Problem. Außer, dass ihnen jetzt halt die Bühne und das Publikum fehlt. Und dadurch natürlich auch einen Teil ihrer Einnahmen. Aber wenn sie wirklich gut waren, in ihrem Hobby, dann sollten sie auch genügend Rücklagen gebildet haben, dass sie diese Dürrezeit, sage ich jetzt mal, überstehen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Leute, die noch nicht so berühmt waren, bei denen es jetzt wirklich gerade eng wird. Das sind aber die Ausnahmen. Das ist nicht die Regel. So, also. Schulsystem. Frontalunterricht. Ist der sinnvoll? Nein. Ist es sinnvoll, 14 Fächer bis zum fast Erwachsenensein des Kindes durchzuprügeln und versuchen, einen Durchschnitt zu bilden? Nein. Früher ausfasern. Stärken. Die Leute dazu bringen, dass sie tatsächlich die Träume in Worte fassen und einem das Ganze mitteilen. Dass das nicht gefiltert wird. Und am Ende was völlig anderes rauskommt, als die Person eigentlich will. Weil das fordert nur eins, Frust. Und auf ein aktuelles Thema nochmal hinzukommen. Es ist ein bisschen tricky. Also, wir hören jetzt in der Corona-Zeit, ne? Wir hören von der Politik, bla bla bla, das und das. Dann hören wir von Fachexperten ein bisschen was anderes. Und dann hören wir von anderen Politikern, die sich Opposition schimpfen, was völlig anderes. Ne? Wenn wir zum Beispiel bei Corona bleiben. Die Politik sagt, Mensch, Lockdown. Weil wir dürfen uns nicht alle anstecken. Deswegen gibt es Mindestabstand, Masken, Hände desinfizieren und so weiter und so fort. Die Virologen sagen, man muss das Ganze mit ein bisschen Vorausplanung machen. Ja, wenn wir jetzt bloß so ein bisschen Larifari machen, man muss auch mit der Blödheit der Menschen rechnen, ja, dann hilft uns das in einem halben Jahr nicht kein einziges Stück weiter. Wenn wir einen Impfstoff haben wollen, dann dauert das 2 Jahre. Bis wir Herdenimmunität haben in diesem Land, dauert das auch nochmal 3 Jahre. Und dann gibt es Politiker, die sagen, ach, das ist alles bloß eine Grippe. Wenn wir jetzt nicht diesen SARS-CoV-2-Virus gefunden hätten, dann würden die Leute jetzt nicht an Corona sterben, sondern an Grippe. Und jetzt ist man als Nicht-Experte so ein bisschen verwirrt. Was stimmt denn nun? Die Politik hat keine Expertise.
Denn doch, glücklicher Zufall passiert eher selten. Weil sie keine Expertise haben, sind sie meistens zumindest intelligent genug und holen sich Expertisen. Leider viel zu oft in Form von Beratern und weniger in Form von Professoren und Ähnlichem. Schade. Vor allem schade ums Geld. So. Aber sie ignorieren ja die Experten nicht komplett. Das ist ja schon mal schön. So, dann gibt es andere Leute, die sagen, naja, mein Gott, gucke mal, der Virus, der ist doch zur Hauptgruppe der Grippeviren, wird der doch getagt, also gepackt, dann ist das doch wie eine Grippe. Das Schlimme an der Stelle ist, dass diese Logikkette, die sie aufbauen, ja nicht von der Hand zu weisen ist. Da ist eine Logik vorhanden, die führt nur in eine völlig falsche Richtung. Und jetzt ist es fraglich, ja? Was ist denn jetzt richtig ist. Die Logikkette richtig, die oder die? Das kann man nicht wissen. Das kann man sich nur hart erarbeiten, dieses Wissen, indem man selber zum Experten wird. Und wie wird man zum Experten? Das haben wir auch schon mal in einem Video erzählt. Indem man sehr viel Zeit investiert. Expertenlevel hat man so ungefähr nach 10.000 Stunden. Wenn man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt. Und zwar nicht immer nur mit derselben Sache, also ich mache denselben Handschlag immer wieder und wieder und wieder, sondern man erweitert sein Wissen ständig. Man macht so, okay, das funktioniert jetzt, jetzt probiere ich mal was anderes. Wenn man dann 10.000 Stunden, so Pi mal Daumen 10.000 Stunden investiert hat, dann hat man so ungefähr das Level von einem Experten. Das ist viel Zeit. Man kann kein Experte in ganz wenig Zeit werden. Das funktioniert nicht. Merken Sie was? Da wurde viel Zeit investiert, nämlich auch private. Wenn man da noch mehr Zeit reinsteckt in diese Hobbys, dann werden die Leute zum Experten. Ist das nicht genau das, was man will? So. Jetzt werden einige Applaus klatschen, einige werden in die Tischkante beißen und andere machen Double Face Palm und sagen, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Video gewesen? Ich weiß, das war meine Meinung. Wenn ich jetzt von was grundlegend falsch erzählt habe, wo alle der Meinung sind, das war völlig daneben, bitte mal konstruktiv in die Kommentare, das hilft mir auch. Ja, das war nur meine Meinung und meine Sicht der Dinge und nicht die in Stein gemeißelte Wahrheit, das ist ja Quatsch. So, und ansonsten, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, was essentiell ist, so als Zwischenschritt dazwischen zum Beispiel, ja, dann auch rein in die Kommentare, ganz wichtig, konstruktive Kritik und nicht, hör mal, alles total scheiße hier, gleich ein fettes D-Abo. So nicht. Ja, sondern schon sagen, pass auf, richtiger Gedankenansatz, an der und der Stelle lagst du aber falsch, weil so und so und so und so und dann kommt das raus und nicht das, was du erzählt hast. Das ist konstruktive Kritik. Daumen nach oben, freue ich mich sowieso und über ein neues Abo erst recht. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann im neuesten Jahr wieder, wenn dieses Kackjahr 2020 endlich vorbei ist und wir uns darauf freuen können, dass es im nächsten Jahr hoffentlich besser wird. Muss besser werden, weil der Präsident der USA wechselt. Es kann nur nach oben gehen. Also, bis dann. Tschüss.